Wir sind jetzt hier im Arbeitszimmer des Zaren, den der Palast gehört hat, den er als die Sommerresidenz genutzt hat. Und im Hintergrund sehen wir einen Teppich, der ein Geschenk an die Zarenfamilie war, der nach der Revolution spurlos verschwand und dann erst 1983 in Deutschland bei einer Auktion auftauchte und von einem Liebhaber für 35.000 Dollar erworben wurde. Dieser hat dann den Teppich 1993 hier in einer feierlichen Zeremonie wieder zurückgebracht und ja, kostenlos übergeben sozusagen als Geschenk.